Moin, grüß euch. Hier wieder der Olli mit einem neuen Tutorial für heute. Heute der Rubik's Cube. Was hat der Rubik's Cube mit dem Zauberwürfel zu tun? Das erkläre ich euch jetzt. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Rubik's Cube, ja, damit ihr euch nicht, wie ich mir früher die Zähne an diesem Ding ausgebissen habe oder ausbeißen werdet, werde ich euch heute Step by Step den Rubik's Cube erklären. Im Endeffekt ganz vieles üben wieder. Ihr müsst die Flipgabe beherrschen, also ihr müsst wissen, wie viel Stickweg ihr reingeht, damit der Copter eine Achse flippt, 180 Grad. Und wenn ihr das beherrscht, können wir jetzt in den Rubik's Cube einsteigen. Wir kommen an. Trottel weg. Ich mache es immer so, Flip nach hinten, weil es für mich einfach im Kopf besser ist. Das mache ich mit den meisten Moves. Yaw-Achse 360 Grad und Flip zurück. Trottel. Nochmal. Wir kommen an. Trottel weg. Flip. 360 Grad Drehung. Flip zurück. Trottelgabe. Wie man es hier auch jetzt im Video sieht, es ist nicht so schwer, man muss es halt nur üben. Man muss wissen, alles klar, wann und wie stark muss ich den Stick reingeben, damit ich einen Flip hinbekomme auf den Kopf und wie kriege ich ihn wieder zurück, beziehungsweise wie man eine würdete Yaw-Spin, wie drehe ich ihn auf dem Kopf. Und wenn ihr das beherrscht und euch eine weiche Wiese sucht, kann eigentlich nichts passieren und ihr beißt euch nicht die Zähne am Rubik's Cube aus. Ja, der Rubik's Cube, nicht ganz einfach zu fliegen, aber ich denke mal, wenn man genug Training hat und wieder nacheinander ein paar Packs durchfliegt, hat man den schnell drin. So, im nächsten Tutorial will ich euch so ein bisschen die FPV-Grundlagen zeigen. Da will ich einfach nur darauf eingehen, worauf müsst ihr achten, wenn ihr fliegt. FPV fliegen, wie treffe ich ein Hindernis, was gibt es da für Tipps und Tricks, und das will ich euch im nächsten Tutorial zeigen. Unten in der Artikelbeschreibung, unter jedem neuen Video, was ich zeige, jedem neuen Tutorial, zeige ich auch oder liste ich auch, weil ihr auch immer wieder Ideen habt, was ich euch zeigen oder beibringen kann, die nächsten Tutorials auf, die neu sind. Und die erscheinen dann immer wieder im nächsten Tutorial als neu. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt und Wünsche, auf jeden Fall unten die Glocke aktivieren, damit ihr das nächste Tutorial nicht verpasst. Unten unter die Beschreibung einfügen oder mich über die Kanäle irgendwie anschreiben. Und dann versuche ich euch weiterzuhelfen. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall vielen Dank, Daumen nach oben. Und ja, Regen ist gerade durchgezogen, aber ich denke mal, ein paar Packs schaffe ich heute noch zu fliegen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Gruß der Olli und wir hören und sehen uns. Bis denne!